So, so. So, so. Eins, zwei Stück ausrüsten. Du. Du hast auch noch keinen Knüppel. Lager. Holz, Holz, Knüppel. So. Also, Steinboden muss her. Steinwände müssen her. Dirt muss eigentlich her. Wir haben kein Dirt. Das ist irritierend. Und die Goblins werden irgendwann angreifen, dann haben wir ein richtiges Problem. Ich weiß nicht, was passiert, wenn sie sowas kaputt hauen. Können wir dich inzwischen abbauen? Nein. Du wirst angegriffen. Käfer. Okay, Portal hier hin. Du musst weg. Du musst weg. Wir könnten auch eine Mine bauen, die nicht bei uns zu Hause ist. Nee, komm, weißt du was? Wir graben einfach runter. Später können wir es eh alles noch abändern. Das ist schon okay. Diesmal müssen wir es nur ein bisschen besser durchdenken. Wo soll das Lagerhaus eigentlich wirklich hin? Ganz oben in unserem Bunker oder ganz unten in einem Turm? Oh, 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 warte, 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 warte. Wir brauchen Leitern, bevor du da so weit runtergräbst. So, Leitern. Sonst fallt ihr mir doch alle in den Tod. So zum Beispiel. Das war nicht sehr klug von dir, Zwerg. Da kriegst du ein Portal. Da fallen sie freiwillig runter. Gut. So, ich höhle hier schon mal wieder Raum aus. Genau, baut die Leitern. Baut da eine Etage. Zwei Felder hoch war okay. Das heißt, hier können nochmal zwei Felder hoch. Nur den Zugang müssen wir später noch abändern. Ich weiß noch nicht, wohin. Eventuell wäre es doch ganz gut, wenn wir zwei Hauptkorridore hätten. Einfach damit die Zwerge mehr Auswahl haben, wo sie lang gehen können. Das heißt, das Ding wäre die Mitte. Darunter die Räume und ganz rechts und ganz links Leitern hoch und runter. Oder halt Fahrstühle später. So, können wir die Wände durch Schnee ersetzen? Ersetze Stein, ersetze Stein, ersetze Stein. Wir brauchen nämlich Stein. Wir brauchen auch Dirt, wir brauchen alles. Wir brauchen schnellere Zwerge. Wir brauchen mehr Zwerge. Was sind unsere Aufgaben? Vervollständige den Unterschlupf. Baue Baumstammbrücke. Baue Werkbank. Finde Erz. Baue Schleimfackel. Baumstammbrücke. Ist gebaut. Baue sie einfach daneben. Baue Werkbank braucht Eisen. Schleimfackel braucht Knochen. Ja. Okay, Erz finden, ne? Ist irgendwo in der Nähe der Oberfläche. Erz. Erz, 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 Erz. Doppelte Geschwindigkeit. Er ist von hier da runter zum Teleporter gelaufen, um da oben wieder rauszukommen. Das war vielleicht ein Schritt mehr oder zwei. Krasse Zwerge. Okay. Neue Aufgabe. Was war das jetzt? Baue Blätterbett. Ein Bett ist wirklich eine gute Idee. Also bräuchten wir allerdings erstmal nur einen Das bist du. Bist du ein Zombie? Zwei Nahkampfbücher. Ich glaube, das Spiel will uns was sagen. Du wirst gleich sterben. Benutz lieber die Bücher. Keule. Keule, Keule. Ausrüsten. Zip, 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 zip. Keule. So. Das da bitte wieder abbauen. Ah. Oh. Jungs. Beeilt euch und die nächste Welle kommt. Und die erste Welle kommt in 50 Minuten. Und die Zwerge. die Skelette sind tot. Der Schnee ist runtergerutscht.
Das ist eine sehr coole Falle. Finde Erz. Okay. Ersetze Stein, ersetze Erde, Stein, was auch immer. Alles ersetzen. Achso, ihr braucht hier neue. Ja, wir sollten eigentlich erstmal gucken. Hier im Portal. Wir sollten erstmal gucken, wo die Leitern später wirklich hin sollen, bevor wir jetzt hier ihre lange Leitern runterbauen. Also, das Ding wird unser Zentrum. Ich weiß nur noch nicht, ob das jetzt unten in einem Turm oder oben in einem Bunker sein soll. Wir können die Räume hier drunter später eh nutzen für Schmieden oder Küchen oder was auch immer und oben drauf dann die Betten bauen. Wichtig ist nur, dass wir überhaupt irgendwelche Räume haben. Umbauen können wir sie später immer noch. Also, einfach. Geschwindigkeit. Das ist die Mitte. Hier könnte ein Bett hin. Da könnte ein Bett hin. Das war's. Also ist das da schon mal doof. Das heißt, das da muss weg und hier muss Platz gemacht werden. Und daneben auch noch. Dann wäre das nämlich so, hier ist die Mitte, ein Bett, ein Bett, ein Bett. Ein Feld frei, Tür und hier der Gang runter. Wow. Das ist eine Menge Platz. Warum ist da ein Busch? Ach, wir haben Wurzeln abgebaut. Vielleicht droppen Wurzeln ab und an mal Büsche. Das ist jetzt schon alles zugewuselt. Na gut, ihr macht das schon. Das da abbauen, das da abbauen. Du hackst dich einfach wild runter. Alles abbauen. So, Aufgaben. Aufgaben sind sehr wichtig. Baue Holzwand. Damit wir möglichst schnell unsere Zwerge zusammenkriegen. Holzwand. Holz. Wir haben gleich kein Holz mehr. Wir haben jetzt kein Holz mehr. Bringt die Holzwand schon Komfort? Ich weiß, es ist ein bisschen früh, um sich um Komfort Sorgen zu machen, aber... Oh, ist aber auf jeden Fall haltbarer. Wenn ich das da unten weghau, fällt das von oben. Rauf. Ja, okay, das können wir später benutzen. So, Bett. So, noch da muss dann ja auch erweitert werden. 1, 2, 1, 2. Bett da, ein frei. Gut. Das wäre also jetzt unser neues Layout. Das wären 5 Betten oder andere breite Gegenstände pro Etage. Das ist mehr als genug. Wir machen erstmal nur 2 Etagen hier unten. Weil wir nicht wissen, ob später weiter nach oben gebaut werden soll oder weiter nach unten. Dann wäre das dann sogar wirklich unsere Außenwand. Hey, das geht sich sogar richtig schön auf. Sehr gut. 4 Zwerge, alle am Werkeln. Alle ausgerüstet, ja. Totem. Wo kommt das Totem hin? Ich glaube, das Totem kommt da unten hin. Wir machen oben drauf wirklich die Schlafseele. Ja, das ist... Ja, doch. Also, Totem kommt hier hin. Hier unten kommen nur Werkstätten dergleichen hin. Die Schlafseele kommen oben drauf. Und hier müssen wir noch alles terraformen. Das dauert eine Weile, aber okay. Haben wir das Totem schon? Ja, haben wir. Da. Dahin bitte. Also kommen da keine Betten hin, wie geplant, sondern irgendwas anderes. Was einigermaßen Sinn macht in der Nähe des Totems. Ihr wollt das ganze Eisenerz nicht abbauen? Was ist mit euch los? Zu viele andere Aufträge, hm? Nein! Ich... Chocobos? Es gibt keine Hühnchen, es gibt Mini-Chocobos. Was sind das? Drachen? Mit Hühnerbeinen? Sehr komisches Viehzeug. So, das muss alles weg. Das muss weg. Genau du. Dich kontrolliere ich jetzt. Hey ja. Doppelte Geschwindigkeit. Hey ja. So, weg. Wow, ruckel, ruckel, ruckel. Weg. Weg.
So. Runterfallen, nicht in den Teleporter gehen. Du weg. Du weg. Du weg. Die Befehle können wir nachher aufheben. So. Raus hier. Befreien. Fertig. So, damit da nicht immer wieder neues Zeug spawnt, was hier alles zumacht. Fackel. Da und da. Au, au. Das ist nicht gut. Auch wenn wir die Treppen ja eigentlich abbauen wollten, aber nee. Du bist grumpig. Ja, das verstehe ich. Ist auch ein riesen Loch in deiner Höhle. Ich weiß immer noch nicht, ob der aggressiv ist oder nicht. Oh, du da. Du da übernehmen. Weg, 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 weg. So. Einfache Geschwindigkeit. Bett, Bett, Bett. Ein Feld frei, Mauer. Nein. Ein Feld frei. Kann ich da ein Bett hinsetzen? Wo sind die Betten? Da, Blätter. Holz. Bett. Ein Bett. So, kann ich... Bett, Bett. Oh, Blätterbett. Und man kann Betten so bauen, dass sie direkt in der Treppe sind. Also, Bett, 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 Treppe runter, Mauer. Hier kommt also eine Mauer hin. Das heißt, das hier hätten wir eigentlich gar nicht auflösen müssen. Okay. Mauer. Bauen wir erstmal Schnee. Ja, komm hoch. So, so. Das ersetzen wir später alles durch ein Material, das uns eher passt. Aber halt später. Jo, wir haben Erz bekommen. Sehr gut. Und ich kann ihn nicht mehr steuern. Ja, ja. So, befreien. Okay. Das heißt, die Leiter kann wirklich da liegen bleiben. Okay. Und hier kommt jetzt die zweite Leiter hin. Das Leiterpaar. Kommt da schon hin. Wir brauchen nur ganz viel Holz. So, was wir auch brauchen, sind diese komischen Deckel obendrauf. Haben wir die schon? Nee. Was fehlt im Techbaum? Die Werkbank. Werkbank. Eisen. Die letzten zwei Holz. Da. Werkbank. Werkbank kommt hier beim Totem hin. Schnee bitte wegmachen. Doppelte Geschwindigkeit ist okay. So, Welle kommt in 40 Minuten. Wir haben noch fast nichts geschafft. Deckbaum. Bretter. Wir können aus unserem nicht vorhandenen Holz jetzt Bretter herstellen. Sehr schön, Jungs. Sehr, sehr schön. Weg, weg. Wo lauft ihr hin? Genau, das da. Was? Ich versuche jetzt da hinten die Luft abzubauen. Das ist nicht sehr intelligent. Du Kontrolle übernehmen. Weg damit. Weg damit. So. Onga. Genau, Schnecke kann auch noch tot. Da hinten ist ein Dirthaufen oder so, ne? Ruff, ruff. Genau, da ist Dirt auf dem Boden. Bitteschön für den Rückweg. Wenn ihr es in 3 Minuten dahin schafft. Du wirst angegriffen. Wow, nicht gut. Nö, du hättest noch einmal hauen müssen. Du war Zwerg. Schlafen kann er auch nicht. So, du hau den da tot. Die. Neuer Zwerg. So, Werkbank steht. Wir müssen jetzt die Bretter herstellen. Holz geht gerade mal so auf. Bretter herstellen. Oh, ist der aggressiv? Oh, ich glaube, das war gerade Fett. Also Tran. Ah. Okay. So ganz andere Gerichte hier. Ja, du bist immer noch grumpig, ich weiß. Das da bitte weg. Hunter. So, wann kommt die Steinmauer?
Ich hätte ganz gerne die Steinmauer. Da kommt das Terrakotta-Zeug. Ich sehe keine Steinmauer. Da. Oh Mann. Okay. Wir müssen jetzt schon etwas anders arbeiten. Vorne Schnee. Vorne Schnee. So. Vorne Schnee, vorne Schnee, vorne Schnee. Das da wegbauen. Das da wegbauen. Vorne Schnee, vorne Schnee. Das da weg. Da ein Portal hin, damit es schneller geht. Ja, die Zwerge wollen schlafen, ja. Nee. Dafür brauchen wir erstmal Deckel. Dafür brauchen wir Holzwand. Die Holzwand müssen wir noch aufstellen, okay. Da eine Holzwand. Tada! Jetzt kommt die Holzfalltür, die ebenfalls Holz braucht. Wir haben echt so dermaßen Holzproblem, das ist nicht lustig. So, Deckel drauf. Vorerst. Bist du jetzt zufrieden? Ja, bist zufrieden. Wir können endlich schlafen. In einem sehr kammeligen Bett. Du. Kontrolle. Nein, nein, Kontrolle. Das da weg. Und du rüstest den Jungen mal aus. Der hat doch nicht mal eine Axt und gar nichts. Wir haben gar keine Axt. Wir haben ja auch fast kein Holz mehr. So, so. Ausrüsten. Da, Axt. So, das da weg. Die Befehle weg. Das weg. Das weg. Stein. Stein. Da teleportiere ich mich gleich wieder zurück, ja? Ich versuche mal einen hohen Bogen. Gironi. Au. Oh. Stein. Stein. Das muss wieder weg. Okay. So. Was machst du da? Und ich kann nicht auf die Schnecke aufbauen. Okay, haut die Schnecke tot. Bist du ein Spitzhack? Komm mal. So. Das da weg. Ja, und den Boden. Der Boden ist nicht Stein, der kann ruhig Schnee bleiben. Und befreien ist auch okay. Was bist du? Eine Weihnachtsmütze. Okay, also unsere linke Mauer steht schon mal einigermaßen. Die dürfte ein bisschen was abhalten. Das hier sollte bitte vorne Schnee werden, vorne Schnee. Damit ich weiß, dass hier die Mauer runtergeht. So, wir brauchen sehr, 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 sehr viel Holz. Hier. Holz, 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 Holz. Alle haben Äxte. Mhm. Tong, 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 tong. Jetzt hätte ich gerne den Imp-Zauber, den wir rausgefunden haben. Würden ja losflattern und alles einsammeln. Aber na gut, Zeit für eine kleine Pause. Die Schneewelt ist so schon mal sehr interessant. Also zum einen, weil die Monster anders aussehen, weil es andere Gegenstände gibt, wie den Tran zum Beispiel. Aber auch, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, etwas von dem, was wir in der letzten Welt falsch gemacht haben, hier besser zu machen. Oder einfach nur anders. Also sehen wir uns gleich wieder und gucken mal, was wir aus diesen 5 Zwergen inzwischen noch so alles machen können. Also bis gleich.